packe ich mir jetzt ein bisschen Land. Boah, 130 Gold. Ich muss warten, bis wir uns dahin ausgebreitet haben. Stunden warten. Ich mach mal auf Geldfokus. Dann fahrt ihr nicht 2 Gold mehr die Runde. Ja. Wir müssen hart schuften für mein Geld, ja. Überall, Mann. Ich hab den Kalender entdeckt. Ihr habt den Kalender entdeckt. Sehr gut. Jetzt kann ich Politik machen. Die Unabhängigkeit. Und jetzt kann ich noch forschen. Ach so. Eine Runde nur. Ich lerne. Welche Einheit? Von hier was? Ja, nächste Runde noch. Ach scheiße. Jetzt dauert es länger. Wenn du das zweite Schlacht gebaut hast, dauert es noch länger. Da. Ihr habt die Tierzucht entdeckt. Ihr habt die Tierzucht entdeckt. Du auch? Ja. Aber wie kann ich das machen? Muss ich jetzt irgendwelche Leute machen, ne? Um das zu bearbeiten, oder? Ja, dafür musst du diesen Bautrupp bauen. Ja, aber ich bin gerade noch am Forschen, das kann ich jetzt nicht. Hm. Du kannst nämlich auch auswählen, ob die Leute Produktionsfokus machen. Dann würde die Produktion weniger dauern oder auf Geldfokus kriegst du Geld und Wissenschaft. Weiß ich jetzt nicht. Ich mache jetzt mal Produktion. Dann habe ich die schneller gebaut. Das ist schon, ja klar, hat in New York schon gebaut. Lass mal gucken, wenn man in der Nähe von dem Ding halt. Bei mir ist überall freies Land. Keine Gegner. Ich sehe unter dir. Scheiße, schon wieder. Die sind hier überall direkt, die Mongolen. Ja, ich hab nur das kleine Land hier. Ja, die wollen direkt. Hast du schon entdeckt oder was? Ihr ganzes ihr Land? Da schon sind wieder die Barbarien. Wo denn? Die sind sie wieder bei mir. Da haben die da irgendwo ein Lager. Egal, ich werde sie alle schlagen. So, dann kann ich irgendwas machen. Ah, die Barbaren sind keine eigenen Spieler, ne? Ne, ja, die Barbaren nicht, nein. Also, die sind kein Volk, sag ich mal. Wir spielen ja nur mit dem Computer. Scheiße! Oh. Ja klar, jetzt können die anderen noch drauf fahren. Boah, das lief aber schlecht. Was? Das lief aber schlecht für dich. Ja, entscheidender Sieg. Hau drauf! Ich muss mal aufs Spiel, aber... Was? Barbaren. Oh, bei dir? Ja. Ich seh die gar nicht da. Jetzt greifen die mich bestimmt an. Ja, ich sag mal. Jetzt werde ich sie töten. Ich muss draufhauen. Ja, sie waren nochmal drauf. Klar, jetzt direkt zum nächsten Kampf. Ja klar, hat einer überlebt. Ja. Der große Barbar. Da ist schon wieder ein Barbarenlager. Muss ich erstmal zurück. Kann ich noch nicht. Mit Dick einführen. Da, nächste Runde, dann sind meine Siedler fertig. Dann kann ich nach unten ziehen. Marmor. Oder nach rechts. Ach, da ist schon ein Land neben mir, scheiße. Was?
Da, er rennt weg, der Baba. Immer halt eine Förderung. Jetzt haben wir ihn. Oder ist der Baba? Ja, hat der hat einen nach dem anderen um. Boah. Das war ein super Baba. Er hat sie alle platt gemacht. So, erstmal ein Bautrupp. So, jetzt kann ich Völkerwanderung machen. Dritte Bauten in der Wüste. Ich weiß nicht, ob ich runter. Ich muss runtergehen. Was ist das? Wie gesagt, ich soll da eine Stadt bauen. So. Da sind direkt wieder welche über dir, da oben, die grünen. Die grünen und orangen. Ja, ich sag halt. Boah, da sind sie schon. Wer ist es? Boah, Speer. Bogenschützen. Die Inder. Oh Gott, meine Soldaten müssen sich erstmal regenerieren. Meine auch. Zwei Mann, ey. Was denn? Ich hab das Rad entdeckt. Ihr habt das Rad entdeckt. Das heißt, jetzt muss ich neue Forschung aussuchen. Oh, du hast schon voll viele Punkte, ey. Ich hab grad mal 88. Alle anderen haben schon so viele. Da wird gekämpft. Oh. Was denn da neben New York? Da sind, ging gerade so eine rote Zahl hoch, als hätte jemand Schaden gekriegt. Wieso? Kann ich nicht weitermachen? Eine Einheit befördern? Ach so, soll die befördern. Ja, mal sofort heilen, sind die alle wieder da. Ja, aber dann kannst du ihn nicht befördern. Wenn du sofort Heilung machst. Ja, aber es war nur noch einer, Mann. Ich weiß aber. Ein unbekannter Spieler hat das Zeitalter Klassik erreicht. Ja. Weiß ich nicht, unbekannt steht da. Wichser, wie machen die das? Den Konspeicher hab ich doch schon. Wassermühlen. Drei Runden, es geht schnell. Oh, Scheiße! Was denn? Barbaren. Oh. Oh, das kommt auch Soldaten, Mann. Mach mal Soldaten, Mann. Du bist ja schon tot, ey. Das Spiel soll lang. Nein, jetzt nehmen die mir meine Siedler weg. Toll, ey, wo du gerade bauen wolltest. Nein, ich kann bauen, schnell bauen. Nein! Nein, ja, die haben sie weggenommen, ey. Scheiße. Die haben sie getötet. Ja. Nee, die haben die einfach mitgenommen, ey. Werden die gefickt in den Arsch. Von allen Seiten. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Dabei hatte ich große Pläne mit den Steinmetz. Meine Bürger sind unzufrieden. Echt? Ja, steht da oben. Wie hast du das denn geschafft? Das Smiley. Wie viel? Ist das ein rotes Smiley? Ja. Geh mal dahin mit deiner Maus. Da steht, Unzufriedenheit im Reich beträgt insgesamt 2. Aber wenn du mit dem Mauszeiger dahin gehst, dann zeigt er dir noch was an. Insgesamt 10, dann zeigt er dir, was das bringt. Ja, das ist normal, wir sind ja auch einfach am Anfang. Produzieren. Ja. Ja, meine erste Wanderstampen. Wie machen die das jetzt?
Was denn? Diese Bautypen. Die klickst du an und dann zeigt er dir an. So ein gelbes Häuschen oder so. Ich kann jetzt zum Beispiel einen Bauernhof errichten. Hä? Was baut der denn noch? Wieso kriege ich denn noch einen Bauernhof? Verstehe ich nicht. Wo kommt der denn jetzt her? Wie ihr seht, es ist ein spannendes Spiel. Aber kann man sich gut ins Aufräumen durchziehen. Hä? Ich meine die Fans. Ich glaube, ich mache jetzt mal ein paar Bogenschützen. Ich will ja nicht arbeiten, diese Vollidioten. Ja, die bauen ja nur so Lager und so. Wo die dann halt bauen. Hier zum Beispiel würde ich... Oh oh. Ihr habt die Steinmetzkunst entdeckt. Und... Großer Leuchtturm in einem fernen Land gebaut. Hä, was heißt das? Ihr habt die Steinmetzkunst entdeckt. Weidenland einrichten? Genau. Ich würde für Nahrung sorgen, vielleicht sind sie deswegen unzufrieden. Warum zeigen die dann auf die anderen? Achso. Nahrung ist doch Feuer, oder nicht? Weizen, oder? Kann ich das nicht abbauen? Oder ist das, wenn es in meinem Land ist, wird es automatisch abgebaut? Ich weiß nicht. Ich hab überall Barbaren hier. Weizen, dann ne, dann baut er da einen Bauernhof. Da kriegst du dann aber mehr Essen raus als auf einem normalen Feld. Die Stadt Berlin ist gewachsen. Dann baut er jetzt erstmal Stadt. Sehr gut. Oh, bei mir. Eine neue Stadt bauen. Meine Leute werden auch langsam unzufrieden. Kann ich denn irgendwie... Brauchen die denn um zu bauen? 5 Stunden, hat er gesagt. Schon echt 2 Stunden. Hä? 5 Runden, hat er gesagt. Dann brauche ich noch mehr von den Leuten, aber ich muss forschen. Plantage errichten. Brauchst du dann noch mehr Leute? Die bauen und dann kannst du danach weiterbauen, wenn die fertig sind in 5 Runden. Mit denselben Leuten, ne? Ja, ja. Die bauen das nur auf. Deine Bevölkerung arbeitet dann da. Dann muss ich nur warten. Dann kann ich nur weiterklicken, weil das andere bringt mir jetzt nichts. Ja. Man muss die Spieler bewegen. Ich habe man einfach auf nächste Runde. Nein, man muss die eine Pyramide bauen. Ja? Das ist irgendwas bauen, was die Leute zufrieden macht, aber ich weiß nicht was. Dann baue ich noch Siedler. Oh oh, jetzt haben mich die Speer, die Mongolen erreicht. Ja, die waren eben auch bei mir. Das heißt, sie haben schon Schiffe. Ja. Und die sind aus andere Land gekommen. Das stimmt, wenn du das sagst. Das wird ein gefährlicher Gegner, Christian. Pferd spannend. Ich habe genug zu tun mit den... Gandhi ist auch hier und Genghis Khan, Alter. Genghis Khan auch? Hast du so viele schon entdeckt? Ja, ja, Gandhi und Genghis Khan. Da gibt es aber noch 2 Völker. Und Genghis Khan ist am höchsten, ne? Dann kommt Daddy. Ja. Und ich bin der Schwächste. Ja, Deutschland ist immer ein bisschen so rauf, bis es rauskommt. Ja. Du musst ja natürlich Natur. Ja, genau so. Hoffentlich töten die Dingens. Die, wie heißen die jetzt? Baba? Ich hab's jetzt schon 1-2 Stück besiegt. Also, ich hoffe, dass nicht noch mehr kommen. Da sind Pferde. Gandhi hat Klassik erreicht. Ja, toll, alle erreichen Klassik. Ich habe auch noch nicht Klassik. Werden uns alle pissen, wenn wir sagen. Ja. Wie machen die das so schnell? Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht.